Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Heute geht es mal wieder um eine Rückfahrkamera. Bevor wir aber dazu kommen, noch zwei, drei Sätze zu dem alten System, was ich da verbaut hatte oder habe. Ich habe tatsächlich einige E-Mails oder Kommentare auch bekommen, wo gefragt wurde, wie zufrieden ich mit diesem MC10, ja, Rückfahrkamera von HelloView bin. Und ich habe nochmal im Video nachgeschaut. Ich habe es tatsächlich gesagt, dass ich noch ein Fazit mache. Asche auf mein Haupt. Ich habe es verdrängt. Dem Alter geschuldet, vermute ich mal. Also, ich habe im Oktober 2020 das System verbaut. Ich war ja sehr skeptisch wegen Funkübertragung und sowas. Habe dann aber alles verbaut gehabt und bis dato war ich auch sehr zufrieden. Keine Interferenzen, keine Abbrüche, keine Ausfälle, kein kriseliges Bild oder was weiß ich. Ich vermute auch, ich habe niemanden auf dem Platz gestört. Hat sich auf jeden Fall keiner beschwert. Ich hatte auch keine Geisterbilder da drin gehabt, bei mir in der Kamera. Das Einzige, was gewesen war, ich glaube, 4-5 Monate später ist mir die Rückfahrkamera, also dieses Teil hier, ist mir ausgefallen und hat keine Funkverbindung mehr gehabt. Dann habe ich HelloView angeschrieben und denen das geschildert. Was soll ich sagen? 3 Tage, lass es 4 gewesen sein. Später war eine neue Rückfahrkamera da und habe sie verbaut. Und seitdem läuft das System fehlerfrei. Und das ist ja das, was ich immer sage. Eine gute Firma erkennst du nicht daran, wie toll die Klamotten sind, die sie dir verkaufen, sondern vielmehr, wie ist die Reaktion in einem Reklamationsfall. Und da muss ich sagen, Respekt und Anerkennung an HelloView, das ging ratzefatze, ohne Wenn und Aber. Ich habe denen das geschildert, die haben mir eine neue Kamera geschickt und kostenlos und fertig war der Lack. Ich habe jetzt aber eine neue bekommen von HelloView, die BT11 Byte Tango System. Und die haben mich gebeten oder mich gefragt, so muss ich eher sagen, die haben mich gefragt, ob ich nicht das Nachfolgemodell testen möchte. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das wirklich das Nachfolgemodell ist. Das andere war ja MC10, BT11, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt so das Neueste, was sie gerade auf den Markt bringen. Und ich freue mich natürlich, dass ich das testen darf. Und die hat einige schöne Features, so wie ich glaube. Und zumindest, was ich so recherchiert habe, ein Alleinstellungsmerkmal und das ist das BSD-Alert. Das ist ein Blindspot-Display, also wenn du überholt wirst, rechts, links, dann geht im Spiegel entsprechend rechts, links Lampen an, so wie man es von modernen PKWs kennt, im Spiegel oder ja, dass da jemand überholt, tote Winkelassistent oder nenn es wie es willst. So, das gucken wir uns gleich aber erstmal alles in Ruhe an. Jetzt machen wir die Kiste erstmal auf und gucken mal, was alles drin ist. Das ist der komplette Inhalt aus dem Paket. Es regnet jetzt gerade ein bisschen. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Du hast hier einen Power-Converter von 12 Volt auf 5 Volt. Du hast hier einen Power-Filter drin, eine GPS-Maus, dein Herzstück, sage ich mal, den Spiegel mit Dashcam. Kommen wir gleich noch mal kurz zu. Dann hast du eine Smartbox da drin, so nennen die sich das, Und mit dieser Smartbox kannst du vom Prinzip ja alles fernsteuern. Der kommt in Kfz-Stecker, zweimal USB-A-Stecker drin, einmal 2 Ampere, einmal 2,4 Ampere und einmal 3 Ampere, so wie ich das hier sehe, und ein Anschluss. Rückfahrkamera, 1080p, verstellbar, mit fixierten Kabelanschluss,
Dann hast du zwei Möglichkeiten, die Rückfahrkamera zu montieren. Zum einen klassisch Standard, wie bei der MC10 auch, mit so einer Gummidichtung. Da gibt es dann Schrauben zu. Kannst du dann hier hinten so dran machen und dann so an die Wand, wo es halt dran soll, anschrauben. Wir werden es etwas anders machen. Das ist auch neu. Wir haben so einen Magneten. Der ist, kann man das sehen? Guck mal, der ist hier an den Rändern flexibel und hier drin ist er ja hart metallisch, so dass er sich schön an die Wand anschmiegen kann. 3M-Kleber, sehr gut. Und das Teil schraubst du vom Prinzip genau hier hinten dran und dann hast du alles magnetisch oder dann hast du den magnetischen Teil da dran, dann kannst du die auch abnehmen, also Kabel lösen. So, und das soll halten. Ich demonstriere das mal kurz. Das ist fest. Okay, so. Also, das glaube ich gerne, dass das hält. Ich mache da noch mal was dazwischen. So geht's weiter. Du hast hier noch so eine, ich denke zumindest, das ist so eine Art Anti-Reflexionsfolie, die du auf dem Bildschirm machen kannst. Dann natürlich ein paar Putztücher mit Rakel und so ein Fensterleder, hätte ich bald gesagt. Na, wie heißen die? Brillenputztuch. Schrauben, wie gesagt, sind auch dabei. 12 Volt Anschlusskabel für die Rückfahrkamera. Dann gibt es noch ein Kabel, das weiß ich nicht, wo das hingehört. Irgendein Adapterkabel wahrscheinlich. Hier hast du einmal den Anschluss, beziehungsweise zwei. Einmal, ich glaube, 1 Meter und einmal 3,5 Meter. Das ist die Stromversorgung für deine Powerbox, für deine Magic Box hier, Smartbox, so heißt es. Und eine Speicherkarte, 64 GB, ist auch schon dabei, sehr gut. Und natürlich eine Bedienungsanleitung, allerdings in Englisch. 3 Antennen hast du noch dabei, 2 kommen hier dran und 1 an der Rückfahrkamera. Die sind beschriftet, alles easy. Der Rückfahrspiegel, das noch mal einmal kurz näher gezeigt. Hier hast du deine, ich mache mal scharf, wenn es irgendwie geht, 12 Volt USB-C Anschluss. Dann hast du hier deinen AV-Eingang für die Rückfahrkamera, das Bildübertragung, deine SD-Karte und die GPS-Maus. Auf der Seite hast du nochmal Lautsprecher und die Dashcam einstellbar, auch 1080p, glaube ich, ja. Verbindung zum Original-Innenspiegel wieder über die Gummis. Hier ist gefilzt, also sollte auch nichts passieren. Und dann habe ich hier unten noch einen Button, Bildschirmschoner bzw. ganz ausmachen. Und hier ist nochmal so ein Reset. Jo, das war's. Sieht sehr nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir schon mal. Jetzt stecken wir mal alles zusammen, da wo es hingehört. Ich fange mit der Smartbox an. Da gibt es diese beiden Antennen. Da steht auch drauf BTR 100, BTR 100. Das ist die BTR 100. Du brauchst hier nur so anschrauben. Eine Seite. Zweite Seite. Die sind auch zum Knicken, genau. Kannst du knicken. Ja, sieht ein bisschen aus wie Flügelman.
Das steckst du dann jetzt in den Zigarettenanzünder rein und hier Kabel drauf und dann ist das eigentlich schon fast fertig. Ich glaube allerdings, hier gibt es ein klitzekleines Problemchen, komme ich später nochmal dazu. So, dann haben wir noch eine Antenne für die Rückfahrkamera. Wird auch ganz normal nur angeschlossen, kannst du genauso knicken und dann bewegen. Das machen wir später. Jetzt hast du zum einen diese Power-Converter-Box mit dem USB-C-Stromanschluss und dem AV-Anschluss. Beides vergoldet, auch sehr schön. Die kommt, ich zeige euch das ein bisschen näher. Hier kommt der AV-Anschluss rein und kann man das sehen? Und hier kommt der USB-C-Anschluss rein. So, dann hast du diese Power Conversion Box schon montiert bzw. installiert und da packst du dir jetzt dein Kabel dran. Da kannst du dich auch nicht vertun, das passt nur in einer Stellung. Dann ist das auch schon erledigt. GPS-Maus kommt natürlich auch noch dran. Gerade vergessen. So. Und dann hast du nochmal den Powerfilter. Und den Powerfilter, den machst du hier mit dran. So, und hier kommt dann das Kabel dran von dem Power Converter. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das kommt später. So, dann hast du vom Prinzip, sieht das dann so aus, dann ist das alles angeschlossen schon. Mehr ist es nicht. Das Kabel wird hier hinten reingesteckt von der Rückfahrkamera, wird einmal verdreht, dann ist das fest. Und hier, ich mache nochmal scharf, und hier kommt eine 12 Volt Versorgung ran. Einmal schwarz für Karosserie, für Masse und rot für 12 Volt Power. Der grüne hier, der braucht dich nicht interessieren, das ist so eine Art Triggerline. Wenn du da noch eine andere Kamera mit anschließen willst, was bei dem System allerdings nicht geht, aber die Kabel sind halt schon vorbereitet, auch für alle anderen Systeme von HelloView. Das war's. Wie das angeschlossen wird, zeige ich dir gleich draußen, sobald der Regen aufgehört hat. Und dann kleben wir auch die magnetische Platte dran, so dass wir dann alles von außen schon mal dann soweit fertig haben. Ich habe das jetzt mal montiert bzw. draußen an der Wand angeklebt und da zeige ich euch jetzt mal ein paar Bilder, weil ich wollte jetzt nicht auf der Leiter und so noch die Kamera halten, also Arbeitssicherheit. Zuerst habe ich die Fläche gereinigt, da wo dieses Klebepad hin soll, die Adapterplatte. Dann habe ich ein Kabel gezogen für die Stromversorgung. 12 Volt, das läuft von der Rückfahrkamera hinter der Verkleidung nach unten, geht hin zur Positionsleuchte. So, da ist die Positionsleuchte. Da habe ich mir jetzt ein Verlängerungskabel gelegt. Rot und Schwarz, Plus und Minus, das ist die. Das ist das Kabel vom Auto, das hat nichts mit der Rückfahrkamera zu tun. Dann musste ich ja noch das Kabel von der Positionsleuchte dann nochmal angeschlossen an dem Kabel der Rückfahrkamera. Habe alles nochmal mit einem Schrumpfschlauch versehen, damit mir da keine Feuchtigkeit reinkommt. Ja, und dann war's das. Ich habe den Rückspiegel jetzt auch schon mal montiert, das ist ja total simpel. Die Steckereien, wie ich vorhin gezeigt habe, dann machst du die Gummilaschen um den Originalspiegel, der da sowieso schon dran ist, verlegst die Kabel. Wie die Kabel verlegt werden, das ist individuell für jedes Auto vermutlich anders. Ich bin jetzt praktisch
durch den Himmel oder hinter dem Himmel hier an der A-Säule runter und bin dann zu meinem 12-Volt Anschluss gegangen oder zu diesem Zigarettenanzünder, wo dann diese Smartbox drin steckt. So, das Ding nennt sich ja Smartbox Indikator. Du kannst damit zum einen die Kamera mal einmachen. Ich nehme das mal jetzt so. Kann man das sehen vielleicht? Du kannst sie einschalten. Du kannst hier drüber, hier der obere Knopf ist dann, da kannst du die Nachtlichter einschalten oder auch eine neue Kamera mit Pairen. Mit der Seite, mit dem Knopf hier kannst du die Kamera flippen. Also wenn du sie jetzt verkehrt rum eingebaut hast, dann dreht die sich wieder automatisch um. Zeige ich gleich nochmal. Und das ist nur NTSC oder PAL. Jetzt zeige ich euch aus meiner Sicht das größte Problem, zumindest für mein Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber bei mir wackelt das ganze Schisselapeng hier. Dann habe ich keinen Kontakt mehr und dann geht ja der Bildschirm oben aus. Ich habe da noch eine andere Lösung. Ich hatte mir ja noch so eine 12-Volt-Buchse, ich zeige euch das mal eben, hier unten reingebaut. Und da könnte man auch den Kollegen reinstecken. Und da sitzt der richtig schön geil drin fest. Das wäre gut. So, und dann wieder zumachen. Ich weiß nur nicht, ob er dann entsprechend eine Funkverbindung hat. Teste ich aber noch aus auf der Probefahrt, die ja auch noch kommt. So, jetzt gucken wir uns mal das Menü an. Hoffe ich mal, dass man das vernünftig sehen kann. Ich mache jetzt mal die Zündung an und dann schauen wir mal, ob es explodiert oder funktioniert. Ne, funktioniert. Hello View. Das ist sehr fein. Ich werde das mal scharf stellen. Und dann gehen wir mal durchs Menü. Das ist der Startbildschirm. Du siehst auch, der fängt sofort an aufzunehmen. Hier hast du so ein Zeichen drin, dass du Satellitenempfang hast, GPS. Du kannst digital nochmal zoomen, beziehungsweise die Kamera bewegen, also so, ne? Kannst die Linse bewegen. Wenn du einmal drauf patscht, teilt sich der Bildschirm hinten vorne. Vorne ist dann diese Kamera. Du kannst dann auch da drauf gehen. Wir wollen aber jetzt erstmal nach hinten gucken. So, dann hast du die Einstellmöglichkeiten Blind Spot Information System oder Blind Spot Display. Das kannst du dann einstellen. Wie gesagt, die Kamera steht jetzt noch nicht, die muss ich noch weiter nach oben verstellen. Du kannst dann aber hier auf jeden Fall kalibrieren. Und zwar, das ist jetzt dieser tote Winkelassistent, wenn rechts und links diese roten Lämpchen angehen und auch ein Ton erfolgt. Dann kannst du hier, ich mache das mal jetzt exemplarisch, hier unten drauf gehen, so wie es da letztendlich steht. Machst du Next. So, dann gehst du da oben irgendwo hin, wenn du da deine weiße Linie jetzt hättest. Das muss ich, wie gesagt, alles noch einstellen. Machst hier unten, Next. Und hier oben irgendwo wäre sie dann vielleicht, Next. Dann sagt er mir jetzt einen Fehler an oder fragt mich, ob ich sicher bin, dass ich auf den weißen Linien bin. Ich sag mal ja. Dann sagt er dir, Calibration ist abgeschlossen und fertig ist der Lack. Du kannst hier unten auch die Menüleiste nochmal kurz erklärt, Aufnahme starten, stoppen, dann hört er auf. Hier kannst du dir die Bilder angucken, die er aufgenommen hat oder die Videosequenzen. Hier kommst du in dein Einstellungsmenü rein. Hier kannst du ein Foto machen, hier kannst du den Innenraumton aufnehmen oder auch nicht aufnehmen. Hier kannst du SOS händisch machen letzten Endes, also die Sequenzen speichern. Er speichert aber über den G-Sensor automatisch. Und hier kannst du
Also jetzt muss er erst aufnehmen. Und hier kannst du letzten Endes einmal die Kamera von vorne nach hinten und einmal im geteilten Bildschirm machen. Ja. Und dann nochmal wechseln. So, Einstellung. Einstellmöglichkeiten hast du. Also das ist alles auf Englisch. Deutsch gibt es nicht. Beziehungsweise Englisch, Chinesisch, weiß ich nicht, Mandarin. So, die Helligkeit des Bildschirms kannst du einstellen. Muss auch treffen, Mike, musst du mal auf mild machen. Den G-Sensor, das ist ja dieser Auslöser, wann der die SOS-Funktion einschaltet, kannst du mild, high, ho, low, high oder auch ganz ausmachen. Ich lass mal auf low. So, den Blindspot-Display kannst du ihm sagen, ganz aus, dass die roten Lampen gar nicht mehr angehen. Ab 18 Meilen per Hour, ab 30 Meilen per Hour oder immer an. Meilen per Hour. Ich habe Rücksprache gehalten. Leider gibt es das nicht auf Kilometer pro Stunde. Derzeit zumindest. Ist ja auch ein ganz neues Produkt. Den Sound, den kannst du an- oder ausmachen. Also von diesem Blindspot hier. Und dann kannst du hier erfahrener, unerfahrener Fahrer, weiß ich nicht, warum das so ist, den Screensaver kannst du für eine Minute, zwei Minuten oder ganz ausmachen. So, da geht es auch nicht weiter, das ist so. Dann kannst du dir die Haupteinstellung machen. Wie gesagt, Sprache ist nur auf Englisch, kann ich nie lesen. Wir lassen mal Englisch. Den Sound kannst du leise machen, kannst du laut machen. Ich mache mal leise. Und den HUD-Mode, das ist praktisch das, was er dir hier auf dem Display noch mit anzeigt. Kannst du den Speed machen, die Fahrtrichtung und die Uhrzeit. Nur Speed, nur die Uhrzeit oder ganz aus. Ich lasse es jetzt mal kurz an, damit ihr seht, wie das aussieht. Den Spiegel kannst du dann nochmal switchen, je nachdem, wie du dann, ob du dann dein richtig rechts und richtig links. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also hier ist bei mir jetzt tatsächlich rechts und hier ist links. Und wenn ich das... Und wenn ich das ändere, dann ist es halt andersrum. So, formatieren, Factory weiß ich nicht, Uhrzeit, Datum, Software-Version. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Das ist kurz gesagt alles erklärt. Jetzt nicht eingestellt, ne? Müsst ihr euch nicht dran aufhängen. Aber hier hast du letztendlich eine Uhrzeit, du hast ein Datum und du hast die gefahrene Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung. Wie gesagt, Meilen per Hour. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd für Europa. Ich hatte mit denen aber schon gesprochen. Ich glaube auch, dass sie das in Zukunft ändern wollen. Wo war's? Ich mach's auf. Aus. Der Hund trägt auch noch was. Fein. oh Gott. Hoffentlich. Jo, das ist es vom Prinzip auch schon gewesen. Kamera einstellen. Oder die Rückfahrkamera noch ein bisschen einstellen. Das funktioniert, also Blindspot funktioniert nur, wenn die Kamera die Straße sieht. So wie es jetzt ist, wäre es vom Prinzip die Möglichkeit, rückwärts zu fahren. Hier ist mein Bordstein. Das ist jetzt ungefähr 20 cm von meiner Kante des Fahrzeuges entfernt. Und auf der anderen Seite sieht man dann den anderen Bordstein. Ich kann das nochmal kurz einblenden, was das so für Entfernungen sind. Wie gesagt, ich werde die aber als Rückspiegel benutzen. Das heißt, ich stelle das alles ein wenig höher, so dass ich so ein Stück weit Horizont sehe. So ist es mir persönlich am liebsten. So, können wir ausmachen. Und das war's.
Kommen wir nur zum Fazit. Und ich muss sagen, Oberbegriff tipptopp, gar keine Frage. Mir sind natürlich auch so ein paar Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel dieser Stecker. Entschuldigung, da kann aber HelloView nichts für. Dieser Kfz-Stecker, der ist bei dem Fiat, das wackelt. Und ich glaube auch bei so ziemlich jedem anderen Auto auch. Das habe ich aber gelöst mit der anderen Kfz-Buchse, die länger ist und besser hält. Und dann habe ich auch die Magic Box jetzt unten im Handschuhfach drin liegen. Das funktioniert auch wunderbar, keine Funkabbrüche, alles tipptopp. Die Video-Bildqualität habt ihr ja gesehen, macht euch ein eigenes Bild, wie ihr das findet. Und ein kleiner Nachteil wäre dann zumindest so, sag ich mal, für die Videos auch auf ihre Festplatte ziehen wollen. Die Speicherkarte oder die Kamera nimmt auf der Speicherkarte mit .ts auf. Das konnte ich jetzt in meinem Videoprogramm nicht benutzen, hat er gestreikt. Ich musste das konvertieren auf MP4. Ich bin auch der Meinung, ich habe ganz leichte Verluste, ist nicht ganz so scharf wie hier auf dem Bildschirm, wenn ich sie mir angucke. Aber gut, wer braucht's, ne? Ein anderer Nachteil, vielleicht für den einen oder anderen, Meilen per Hour sagt er dir ja an, auf diesem HUD-System oder Modul auf dem Bildschirm. Ich habe den Bildschirm gar keine Schrift drin, auch keine Fahrtrichtung, keine Geschwindigkeit, brauche ich alles nicht. Aber wer es braucht, ist halt nicht Kilometer pro Stunde, das sollte man wissen. Wie gesagt, ich habe denen das schon gesagt und ich glaube, die werden da auch nochmal die Software anpassen für Europa. Und ansonsten macht sie genau das, was sie soll. Astrein. Also wirklich astrein. HD-Qualität, tipptopp. Und ich bin damit sehr zufrieden und lasse sie auch drin. Mit dem geteilten Bildschirm und so, das ist ja auch neu. Die alte oder die ältere Version MC10 hatte das nicht. Also Upgrade gelungen, würde ich so sagen. Ja, für jeden, der das auch so sieht oder nicht so sieht, der kann ja gerne mal einen Kommentar reinschreiben unten. Und wenn er schon mal da unten ist, kann er auch gerne mal ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich weiß auch schon, was kommt. Also dranbleiben, wird auf jeden Fall spannend und was technisch-elektrisches. Alles klar, bis dann. Ciao. Nothing can break me.